Cominciamo dunque questa sessione. Vedrete che nel materiale che vi è stato dato all'ingresso trovate una traduzione. La traduzione riguarda l'intervento del professor Friedrich von Hermann. Il professor Friedrich von Hermann, emerito di filosofia all'Università di Friburgo, è stato assistente di Eugen Fink dal 61 al 70 ed è l'ultimo assistente privato di Martin Heidegger dal 72 al 76. Per volere di Heidegger è stato designato principale responsabile scientifico dell'opera Omnia del maestro, avviata nel 1975 e tuttora in corso di pubblicazione. Il titolo della sua relazione è La concezione heideggeriana della metafisica lungo le due vie di elaborazione del problema dell'essere. Si tratta di una relazione di altissimo livello, peraltro complessa, la quale intende mostrare la continuità e anche, attenzione, la discontinuità del pensiero di Heidegger, che prima, in essere tempo, concepisce l'essere come orizzonte trascendentale, sfruttando il senso kantiano del trascendentale. Poi, nei contributi alla filosofia, il testo fondamentale della cosiddetta svolta, viene invece ad affermare la storicità, il carattere di evento dell'essere stesso. Il professor von Hermann leggerà la sua traduzione. Voi potrete seguirla, oltre che nella traduzione stampata che avete ricevuto nel materiale, nel kit congressuale all'entrata, se lo desiderate, anche proiettata sullo schermo. Affidiamo dunque a Francesca Alemanno, che si era comunque resa disponibile per la traduzione di sala, ma per il professor von Hermann è meglio non essere disturbato da rumori di sottofondo. La lettura durerà intorno ai 40 minuti, quindi conviene concentrarsi molto. Buon ascolto. Prego, professore. Hochverehrter Herr Professor Severino, sehr verehrte Damen Professorinnen, sehr geehrte Herren Professoren, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten. Vor Beginn meines Vortrages möchte ich von diesem herausragenden Ort aus eine kurze Erklärung abgeben. Was Antisemitismus und Nationalsozialismus in Praxis besagen, habe ich in meiner Kindheit gewusst und erfahren. Ich entstamme einem evangelisch-lutherischen, regimekritischen Pfarrhaus in Potsdam bei Berlin. Die sonntäglichen Predigten meines Vaters wurden von der Gestapo abgehört. In der anschließenden sozialistischen Diktatur der DDR wiederholte sich diese staatliche Überwachung durch den Staatssicherheitsdienst. Seit 65 Jahren befasse ich mich mit dem Schrifttum Martin Heideggers, das mir in Gänze vollkommen vertraut ist. Wäre ich während meiner wissenschaftlichen Zuwendung zum Gedankenwerk Martin Heideggers auf irgendwelche rassistischen, antisemitischen und nationalsozialistischen Spuren in den Grundlagen seines Denkens gestoßen, hätte ich niemals mein akademisches Leben der wissenschaftlichen Interpretation und Kommentierung der Schriften dieses Denkers gewidmet. Ich spreche, ne? Lauter, ja? Moment, ich will. Ecco, la traduzione di questa premessa. In questa solenne circostanza e prima di presentare la mia relazione, così dice il professor von Hermann, vorrei fare una dichiarazione. Ciò che concretamente significano antisemitismo e nazionalsocialismo l'ho imparato e ne ho fatto esperienza nella mia infanzia. Ho vissuto a Potsdam, nei pressi di Berlino, dove mio padre era pastore di una
parrocchia evangelico-luterana critica al regime. Le prediche domenicali di mio padre erano controllate dalla Gestapo. In seguito, durante la dittatura socialista della DDR, si è ripetuto lo stesso tipo di sorveglianza statale operata dal Servizio di Sicurezza Nazionale. Da 60 anni mi occupo dell'opera di Martin Heidegger, che ormai conosco perfettamente in tutta la sua interezza. Se nel corso della mia lunga frequentazione degli scritti di Heidegger mi fossi imbattuto in qualche traccia o elemento razzista, antisemitico, nazionalsocialista, non avrei mai dedicato la mia vita accademica all'interpretazione e al commento dell'opera di questo pensatore. Passo di nuovo la parola al professor von Ehrmann. Vielleicht so muss, ja. Nicht zu nah. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Professor Severino für die ehrenvolle Einladung, hier an diesem Ort vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ebenso danke ich auch Frau Dr. Chiara Pasqualin für die Übersetzung meines Vortrages. Ich kann leider nur Deutsch sprechen und beherrsche nicht Ihre wundervolle italienische Sprache. Ich beginne nun mit meinen Ausführungen. Mein Thema lautet die Metaphysik auf den zwei Wegen der Seinsfrage Martin Heideggers. Zunächst zum ersten Weg, die Metaphysik auf dem transzendental-horizontalen Weg. Und hier spreche ich über Heideggers denkerische Urerfahrung seiner eigensten Fragestellung. Nachdem sich Martin Heidegger im Juli 1915 an der Universität Freiburg habilitiert und seine Probevorlesung gehalten hatte, hielt er im Wintersemester 1915-16 als Privatdozent seine erste öffentliche Vorlesung über die Vorsokratiker Parmenides. Gleich nach dem Semesterende schrieb er am 5. März 1916 einen hochbedeutsamen Brief an seine Braut Elfriede Petri. In diesem Briefe lesen wir, Zitat, dass ich nun das Semester hinter mir habe. Das ist es, aber ich habe es nicht hinter mir als eine abgewälzte Last, ich habe es in mir, wahrhaft als Teil und Kraft meiner Seele und ihres Schaffens. Was ich letztlich suchte und worunter ich beständig litt, habe ich gefunden. Die erste und die letzte Vorlesungsstunde dieses Semesters sind in mir zu einer einzigen Wirklichkeit geworden. Was vor dem mir immer schranke Problem zweifelhaftes Fernes war, ist mir nun Nähe, Gewissheit, Fraglosigkeit, Befreiung. Ich weiß heute, dass es eine Philosophie des lebendigen Lebens geben darf, dass ich dem Rationalismus den Kampf bis aufs Messer erklären darf, ohne dem Bannstrahl der Unwissenschaftlichkeit zu verfallen. Ich darf es, ich muss es. Und so steht heute vor mir die Notwendigkeit des Problems. Wie ist Philosophie als lebendige Wahrheit zu schaffen und als Schöpfung der Persönlichkeit wert- und machtvoll? Zitat Ende. Die von Heidegger zu gründende Philosophie des lebendigen Lebens ist das, was er in den Vorlesungen nach dem Ende des Krieges als Philosophie des vortheoretischen, des faktischen Lebens und faktischen Daseins erarbeitet, die dann in die existenzial-ontologische Daseinsanalytik von Sein und Zeit einmündet. Die Einsicht in die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Philosophie des lebendigen Lebens ist die Urerfahrung seiner eigensten Fragestellung, die er bereits, und das ist erstaunlich,
in seiner ersten öffentlichen Vorlesung und dazu noch in einer Vorlesung über Parmenides gewonnen hat. Im Frühjahr 1915 hatte Heidegger seine Habilitationsschrift Die Kategorien und Bedeutungslehre des Nunc Scotus abgeschlossen. Für deren Veröffentlichung im Herbst 1916 verfasste Heidegger einen Schluss mit dem Titel Das Kategorienproblem. Aus diesem Schlusskapitel spricht bereits der neue Geist jener Erfahrung. Denn Heidegger zeigt hier die Notwendigkeit auf, dass und wie das Kategorienproblem in die Philosophie des lebendigen Geistes einmünden müsse. Zitat: Die Philosophie kann ihre eigentliche Optik, sagt Heidegger, nämlich die Metaphysik, auf die Dauer nicht entbehren. Damit entzieht Heidegger die Kategorienlehre der Erkenntnistheorie und der erkenntnistheoretischen Logik und weist ihr ihren Ort in der Metaphysik an. Die Philosophie des lebendigen, des faktischen Lebens, die als Urwissenschaft und Ursprungswissenschaft in den frühen Freiburger Vorlesungen gekennzeichnet wird, versteht sich selbst als eine Metaphysik, die nach dem Sein und den Seinsstrukturen des vortheoretischen, des vorrationalen Lebens fragt. Nun, die Unannehmbarkeit des Systems des Katholizismus, nicht aber des Christentums und der Metaphysik. Noch vor Beginn des ersten Nachkriegssemesters, am 9. Januar 1919, schreibt Heidegger an den mit ihm befreundeten Freiburger Dogmatiker von der Theologischen Fakultät, Engelbert Krebs, einen Brief, in dem er seine seit 1916 gewonnene philosophische Grunderfahrung zusammenfasst. Zitat: Die vergangenen 2 Jahre, in denen ich mich um eine prinzipielle Klärung meiner philosophischen Stellungnahme mühte, haben mich zu Resultaten geführt, für die ich in einer außerphilosophischen Bindung stehend nicht die Freiheit der Überzeugung und der Lehre gewährleistet haben könnte. Erkenntnistheoretische Einsichten, übergreifend auf die Theorie des geschichtlichen Erkennens, haben mir das System des Katholizismus problematisch und unannehmbar gemacht. Nicht aber das Christentum und nicht die Metaphysik. Diese, die Metaphysik allerdings in einem neuen Sinne. Zitat Ende. Also, weder das Katholische als solches, noch das Christentum, sondern nur das System. Das heißt aber, die rational-theoretische Durchgestaltung des katholischen Christentums verträgt sich nicht mehr mit Heideggers philosophischer Grunderfahrung vom vortheoretischen Leben. Damit wird angedeutet, dass das Christliche des Christentums aus der neuen Philosophie des lebendigen Lebens eine vorrationale, begriffliche Durchgestaltung erhalten soll. Und deutlich betont Heidegger, dass die neue Philosophie des lebendigen, des vortheoretischen, des faktischen Lebens die Metaphysik in einem neuen Sinne sei. Was Heidegger in seinem Brief an Engelbert Krebs programmatisch anzeigt und was er schon im Frühjahr 1916 als Philosophie des lebendigen Lebens gekennzeichnet hat, findet in seiner ersten Nachkriegsvorlesung unter dem programmatischen Titel Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem seine erste schriftliche Ausarbeitung. Die Philosophie des lebendigen Lebens wird jetzt als vortheoretische Urwissenschaft vom vortheoretischen umweltlichen
und Umwelterlebnis gefasst und das vortheoretische Umwelterleben in seiner eigensten Seinsstruktur als Ereignis bestimmt. Aber Ereignis nicht in der späteren seinsgeschichtlichen Bedeutung, sondern in der Bedeutung, dass das vortheoretische Umwelterleben, Zitat, aus dem eigenen lebt. Ereignis als aus dem eigenen lebt, welches eigene später und vor allem in Sein und Zeit Existenz genannt wird. Das eigenste Sein des Menschen. In der Vorlesung von 1919-20 Grundprobleme der Phänomenologie wird die philosophische Urwissenschaft systematisch zur Ursprungswissenschaft vom faktischen Leben ausgebaut. Die philosophische Urwissenschaft und Ursprungswissenschaft sind jeweils das, was Heidegger die neue Metaphysik genannt hat. Nun drittens, die Seinsfrage als Grundproblem der Metaphysik. Die Seinsfrage als Grundproblem der Metaphysik. Metaphysik als Fundamentalontologie und als Metontologie in ihrer Einheit. In Heideggers letzter Marburger Vorlesung vom Sommersemester 1928 mit dem Titel Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz folgt auf den Paragraphen 10 mit der Überschrift Das Problem von Sein und Zeit ein bedeutsamer Anhang, in dem Heidegger eine grundsätzliche Kennzeichnung der Idee und Funktion einer Fundamentalontologie gibt. Fundamentalontologie, als die Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt, ist, Zitat, die Grundlegung der Ontologie überhaupt. Zur Fundamentalontologie gehört nun dreierlei, wie Heidegger aufzählt. Erstens, die aufweisende Begründung der inneren Möglichkeit der Seinsfrage als des Grundproblems der Metaphysik. Und diese Begründung ist die Interpretation des Daseins auf die Zeitlichkeit. Also ist hier gemeint der erste und der zweite Abschnitt von Sein und Zeit. Zweitens gehört zur Fundamentalontologie die Auseinanderlegung der in der Seinsfrage beschlossenen Grundprobleme. Das heißt, die temporale Exposition des Seinsproblems im Zusammenhang mit den vier Grundproblemen. Und das ist der Inhalt des dritten Abschnittes von Sein und Zeit unter dem Titel Zeit und Sein, der zwar 1927 nicht mitveröffentlicht wurde, aber gleich im Sommersemester 1927 dargestellt wird als zweite Ausarbeitung dieses Abschnittes in der Marburger Sommersemestervorlesung die Grundprobleme der Phänomenologie. Und drittens gehört zur Fundamentalontologie die Entwicklung des Selbstverständnisses dieser Problematik, der Umschlag, die Metabolä, der Umschlag in die Metontologie. Die so gekennzeichnete Fundamentalontologie, Zitat, erschöpft noch nicht den Begriff der Metaphysik. Denn in der Fundamentalontologie, sagt Heidegger, liegt latent die Tendenz zu einer ursprünglichen metaphysischen Verwandlung. Das heißt, zu einer Verwandlung innerhalb des umfassenden Begriffes der Metaphysik. Wenn die Grundfrage nach dem Sinn von Sein überhaupt beantwortet ist, durch den Aufweis des temporalen Zeithorizontes, der ekstatischen Zeitlichkeit, und wenn auch die vier Grundprobleme der Fundamentalontologie entfaltet worden sind, was alles zur Thematik von Zeit und Sein, also zum dritten Abschnitt von Sein und Zeit gehört, dann ergibt sich eine neue Fragestellung, sagt Heidegger. Diese betrifft nunmehr die ontologische Thematisierung
aller Regionen des Seienden, die hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Seinsverfassungen befragt werden müssen. Zitat: Diese neue Fragestellung liegt im Wesen der Fundamentalontologie selbst und ergibt sich aus ihrem Umschlag, den Heidegger eben mit dem griechischen Wort Metabolē benennt. Die regionalen Ontologien werden deshalb Met-Ontologie, Met kommt von Metabolē, Met-Ontologien genannt. Eine dieser Met-Ontologien, sagt Heidegger weiter, ist dann auch die Metaphysik der Existenz, nicht zu verwechseln mit der Metaphysik des Daseins. Das heißt, die Met-Ontologie oder Metaphysik des existierenden Seienden in seinen existenziell konkreten Existenzfeldern, wie etwa die Liebe oder die politische Tat oder die künstlerische Tat. Die Frage nach der Ethik, sagt Heidegger in der letzten Marburger Vorlesung, hochbedeutsam. Die Frage nach der Ethik ist keine Frage der existenzialen Daseinsanalytik, sondern eine Frage der Metontologie oder Metaphysik der Existenz. Zur Fundamentalontologie gehören also die vorbereitende Fundamentalanalyse des Daseins, Dasein und Zeitlichkeit und Zeit und Sein. Und dieser dritte Abschnitt von Sein und Zeit enthält zum einen die Beantwortung der Fundamentalfrage nach dem Sinn von Sein überhaupt durch die Freilegung des temporalen Zeithorizontes, aus dem die nicht daseinsmäßigen Seinsweisen ihren temporalen Sinn als Weisen des Anwesens erhalten. Zum dritten Abschnitt Zeit und Sein gehört aber auch die Thematisierung der vier Grund- oder Hauptprobleme der Fundamentalontologie, nämlich erstens das Grundproblem der ontologischen Differenz von Sein und Seiende, zweitens das Grundproblem der Grundartikulation des Seins in Wie-Sein und Was-Sein bzw. Wer-Sein, drittens das Grundproblem der Mannigfaltigkeit der Seinsweisen und deren Einheit, und das vierte Grundproblem des Wahrheitscharakters des Seins, also das Grundproblem der Wahrheit, der Erschlossenheit, der Gelichtetheit von Sein. Die analytische Freilegung des temporalen Horizontes und die nun erfolgende Blickwende vom temporalen Horizont auf die unterschiedlichen Seinsweisen, Seinsverfassungen der regionalen Bereiche des Seienden, ist die Kehre, sagt Heidegger in der letzten Marburger Vorlesung, ist die Kehre, in der die Fundamentalontologie selbst in die metaphysische Ontik oder in die Metontologie sich kehrt. Es ist, wie ich sage, die fundamentalontologische Kehre, im Unterschied zu der späteren seinsgeschichtlichen Kehre. Nun kann das Ergebnis formuliert werden. Fundamentalontologie und Metontologie in ihrer Einheit bilden den Begriff der Metaphysik. Die Seinsfrage ist das Grundproblem der Metaphysik, so formuliert Heidegger, ganz im aristotelischen Sinne. Das heißt jetzt, die fundamentalontologische Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt und die metontologische Frage nach den Seinsverfassungen der unterschiedlichen Regionen des Seienden, die so gegabelte Seinsfrage, ist das Grundproblem der Metaphysik. Viertens, Fundamentalontologie als Metaphysik des Daseins. Vom 17. März bis zum 6. April 1929 hielt sich Heidegger, wie wir alle wissen, in Davos zu den Davoser Hochschulkursen auf. Hier hielt Heidegger Vorlesungen bzw. Vorträge
unter dem Titel Kants Kritik der reinen Vernunft und die Aufgabe einer Grundlegung der Metaphysik. Die Vorlesungen sollten die These erweisen, Kants Kritik der reinen Vernunft ist sogar die erste ausdrückliche Grundlegung der Metaphysik. Auch Ernst Cassirer hielt seine Vorlesungen über Kant. Im Anschluss daran fand in Davos die berühmt gewordene Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger statt, in ihrer unterschiedlichen Kant-Interpretation. Wie mir Martin Heidegger während meiner Privatassistentenzeit mitgeteilt hat, habe er unmittelbar nach Rückkehr aus Davos mit der schriftlichen Ausarbeitung seines Buches Kant und das Problem der Metaphysik begonnen und diese Ausarbeitung nach 3 Wochen täglicher Arbeit zum Abschluss gebracht. Das Vorwort nennt als Datum Pfingsten 1929. Noch im selben Jahr erschien das Buch, jenes Buch, das Heidegger stets das Kant-Buch nannte. Im 4. Abschnitt des Kant-Buches kennzeichnet Heidegger nunmehr die Fundamentalontologie als die Metaphysik des Daseins, im Unterschied zur Metaphysik der Existenz. Hier lesen wir, Zitat, die für eine Grundlegung der Metaphysik notwendige Frage, was der Mensch sei, übernimmt die Metaphysik des Daseins. Zitat Ende. Heidegger weist auf die Zweideutigkeit dieses Ausdrucks hin. Zitat, die Metaphysik des Daseins ist nicht nur Metaphysik über das Dasein, sondern es ist die als Dasein notwendig geschehende Metaphysik. Die als Dasein geschehende Metaphysik ist die unausdrücklich geschehende Metaphysik. Dagegen ist die ausdrückliche Metaphysik jene, die das unausdrückliche Metaphysikgeschehen im Dasein in die thematische Ausdrücklichkeit hebt, wie es in der Daseinsanalytik von Sein und Zeit geschieht. An späterer Stelle heißt es, im Kant-Buch, die Metaphysik des Daseins, die sich in der Fundamentalontologie zur Ausbildung bringen soll, ist diejenige, in der sich der Wille zur Erweckung der Einsicht bekundet, dass das Philosophieren als ausdrückliche Transzendenz, als ausdrückliches Transzendieren des Daseins geschieht. Und nun fünftens und letztens, zum ersten Weg der heideggerschen Seinsfrage, die Metaphysik als das Dasein selbst in seinem Grundgeschehen. Im selben Jahr, in dem Kant und das Problem der Metaphysik erschienen ist, hielt Heidegger am 24. Juli seine öffentliche Antrittsvorlesung in der Aula der Universität Freiburg im Breisgau. Was ist Metaphysik? So liegt es nahe, dass hier in dieser Antrittsvorlesung die Bestimmung der Metaphysik ähnlich oder identisch ausfällt wie in Heideggers Kantbuch. Heidegger geht aus vom griechischen Wort metaphysika und sagt zu diesem, Zitat, dieser wunderliche Titel wurde später gedeutet als Bezeichnung des Fragens, das Meta, Trans, über das Seiende als solches hinausgeht. Demnach ist Metaphysik, Zitat, das Hinausfragen über das Seiende, um es als ein solches und im Ganzen für das Begreifen zurückzuerhalten, Zitat Ende. So, dann heißt es, Zitat, die Frage nach dem Sein als solchen ist die umgreifende Frage der Metaphysik. Und ferner, Zitat, das Hinausgehen über das Seiende geschieht im Wesen des Daseins. Dieses Hinausgehen aber ist die Metaphysik selbst. Darin liegt, die Metaphysik gehört, wie Heidegger sagt, zur Natur des Menschen.
womit Heidegger Kant aus der Kritik der reinen Vernunft zitiert. Und schließlich, die Metaphysik ist das Grundgeschehen im Dasein. Sie ist das Dasein selbst. Damit ist offenbar, dass Heidegger auf seinem ersten Weg der Seinsfrage, spätestens seit seinem ersten Grund- und Hauptwerk Sein und Zeit, das Seinsverständnis des daseinsmäßigen Menschen in der Blickbahn von Transzendenz und Horizont bestimmt. Das Verstehen, das Entwerfen des Seins, des Seienden, ist ein vorgängiges Übersteigen, Transzendieren des Seienden auf den Horizont des Seins hin, um von diesem Horizont her allererst das Seiende als das Seiende, das Onheon, sagt Aristoteles, zu verstehen. Dieses so sich vollziehende Seinsverstehen gehört zum vorphilosophischen Existenzvollzug. Die philosophierende Thematisierung des daseinsmäßigen Verstehens von Sein geschieht somit als der ausdrückliche Vollzug des Transzendierens in den Seinshorizont hinein. Deshalb stand der erste Abschnitt unserer, meiner Ausführungen unter dem Titel Die Metaphysik auf dem transzendental-horizontalen Weg der Seinsfrage. Ich komme zur Metaphysik auf dem zweiten Weg der Seinsfrage, Martin Heideggers. Die Metaphysik auf dem seinsgeschichtlichen Weg des Ereignisdenkens. Mit dem Beginn der 30er Jahre setzt der immanente Wandel des ersten, also des transzendental-horizontalen Weges der Seinsfrage, in den zweiten ereignisgeschichtlich verfassten Weg der Seinsfrage Heideggers ein. Einen ersten Einblick in diesen immanenten Wandel gibt der Vortrag vom Wesen der Wahrheit aus dem Jahre 1930. Das tragende Grund- und Hauptwerk für diesen zweiten Weg der Seinsfrage sind die 1936-37 als Manuskript verfassten Beiträge zur Philosophie vom Ereignis, von denen Heidegger sagt, seit dem Frühjahr 1932 steht in den Grundzügen der Plan fest, der in dem Entwurf vom Ereignis, also der Beiträge, seine erste Gestalt gewinnt. Was will unsere Rede vom immanenten Wandel des ersten Weges der Seinsfrage in den zweiten Weg derselben Frage besagen? Antwort: Das Entscheidende für die Ansetzung des Seins im Denken Heideggers, und zwar sowohl auf dem ersten wie auf dem zweiten Ausarbeitungsweg, ist die Einsicht, ist seine Einsicht, dass es das Sein als solches nur gibt in seiner ihm eigenen Erschlossenheit oder Gelichtetheit, die sich als das Da des Daseins bekundet, während das Sein aus dem Dasein das Sein des daseinsmäßigen Menschen ist, die Existenz in ihren Existenzialien, als die Inständigkeit, wie später Heidegger sagt, das Existierende innestehen im Da, das heißt in der Lichtung des Seins, die Heidegger bereits auf dem ersten Weg von Sein und Zeit die Wahrheit des Seins nennt. Zum Sein als solchem gehört wesensmäßig die Wahrheit als die Unverborgenheit. Unverborgenheit im Sinne der Aletheia. Und mit dieser Aletheia gehört dazu die Verborgenheit, die Läte der Aletheia. Das transzendental-horizontale Verständnis des Seins hält sich, wie wir sagen können, in der selbsthaft ekstatisch-horizontalen Aufgeschlossenheit oder Wahrheit. Das besagt, das Sein als transzendierende Existenz
ist an ihm selbst und für es selbst aufgeschlossen, als ekstatisch entrückt in die horizontale Erschlossenheit, in der das Sein alles nicht-daseinsmäßigen Seiende für das transzendierende Seinsverstehen gelichtet ist. Die selbsthaft ekstatische horizontale Erschlossenheit ist existenzial aufgeschlossen in den Existenzialien der Geworfenheit und des Entwurfs. Die jeweilige Erschlossenheit des Seins im Ganzen als Da des Daseins ist also faktisch geworfen, aufgeschlossen und vollzugshaft im Entwurf aufgeschlossen. Hier nun setzt der immanente Wandel ein, indem die Geworfenheit, und das ist das entscheidend Wichtige, indem die Geworfenheit nunmehr in ihrer Herkunft erfahren wird, in ihrer Herkunft aus einem Zuwurf, in welchem sich die Wahrheit des Seins zuwirft für den aufschließenden Entwurf, den das Sein des daseinsmäßigen Menschen vollzieht. Das Sich-Zuwerfen der Wahrheit des Seins kennzeichnet Heidegger als ein Ereignen. Als ein Ereignen, aus welchem ereignenden Geschehen der aufschließende Entwurf für sein Aufschließen den Charakter des Ereignetseins gewinnt. Beide gegenschwingenden Bezüge, der Bezug des ereignenden Zuwurfs und der korrespondierende Bezug des ereigneten Entwurfs, bilden das Gefüge dessen, was Heidegger das Ereignis nennt. Ereignet wird der am Erschließungsgeschehen teilhabende Entwurf in dem Sinne, dass er zum Eigentum der geschehenden Wahrheit des Seins wird. Während auf dem ersten Weg die Wahrheit des Seins transzendental horizontal verfasst ist, ist die Wahrheit des Seins auf dem zweiten Weg ereignishaft verfasst. Verfasst aus dem ereignenden Zuwurf und dem ereigneten Entwurf. An die Stelle des Horizontes tritt nun der ereignende Zuwurf, an die Stelle der Transzendenz tritt nun der ereignete Entwurf. Durch die Öffnung der geworfenen Erschlossenheit in den ereignenden Zuwurf wird es möglich, die Geschichtlichkeit des Seins, das heißt, den geschichtlichen Wandel der Lichtungsweisen des Seins zu denken. Weil für die Geschichte der überlieferten Metaphysik die Wahrheit oder Lichtung des Seins unerfahren und unerkannt bleibt, denkt sie das Sein des Seienden, wie Heidegger es interpretiert, grundsätzlich als Seiendheit. Seiendheit ist die Übersetzung von Usia. Als Seiendheit des Seienden im Wandel ihrer Gestalten. Von Platon bis Hegel. Aber die Geschichte der Metaphysik, der metaphysischen Seinsfrage, gehört für Heidegger selbst in die Geschichte des Seins, und zwar als deren erster Anfang. In dem Augenblick, in welchem die Einsicht gewonnen wird, dass das Sein ursprünglicher, denn als Seiendheit, nämlich als Lichtung und Wahrheit des Seins, erfahren und gedacht werden kann und muss, in diesem Augenblick beginnt in der Geschichte des Seins deren anderer Anfang. Nun, die Metaphysik als der erste Anfang der Geschichte des Seins. Im 91. Abschnitt der Beiträge zur Philosophie mit dem Titel Vom ersten zum anderen Anfang heißt es, Zitat, der erste Anfang
erfährt und setzt die Wahrheit des Seienden, ohne nach der Wahrheit als solcher zu fragen. Zitat Ende. Hier bedeutet die Wahrheit des Seienden die Unverborgenheit des eigentlich Seienden, also der Seiendheit. Im 85. Abschnitt der Beiträge zur Philosophie mit der Überschrift Die ursprüngliche Zueignung des ersten Anfangs, Geschichte der Metaphysik, bedeutet das Fußfassen im anderen Anfang, wird gesagt, Zitat, dieses vollzieht sich im Übergang von der metaphysischen Leitfrage, was ist das Seiende, Frage nach der Seiendheit, zur Grundfrage, was ist die Wahrheit des Seins. Dieser Übergang ist, geschichtlich begriffen, die Überwindung, und zwar die erste und erstmögliche aller Metaphysik. Damit, meine Damen und Herren, taucht das viel berufene und viel missdeutete Wort Heideggers von der Überwindung der Metaphysik auf. Jetzt fragen wir, besagt dieses Wort, Überwindung der Metaphysik, dass wir uns gänzlich von der überlieferten Metaphysik und deren Geschichte abwenden sollen, weil sie die Geschichte eines Irrtums sei? Einer solchen Auffassung des Wortes von der Überwindung der Metaphysik widerspricht Heidegger heftig. Hier, sagt er, Zitat, handelt es sich nicht um eine Gegnerschaft gegen die Metaphysik, sondern um eine Überwindung der Metaphysik aus ihrem Grunde, nämlich dann, wenn die denkerische Einsicht gewonnen ist, dass die Seinsfrage fortan nicht nur als Frage nach dem Seiendsein und der Seiendheit, sondern nunmehr ursprünglicher noch als die Frage nach der Lichtung und Wahrheit des Seins gestellt werden muss. Zitat, die Auseinandersetzung des anderen Anfangs mit dem ersten Anfang kann nie den Sinn haben, sagt Heidegger, die bisherige Geschichte der Leitfrage und somit die Metaphysik als einen Irrtum nachzuweisen. Zitat Ende. Zitat, die Geschichte des ersten Anfangs wird so völlig aus dem Anschein der Vergeblichkeit und bloßen Irre herausgenommen. Jetzt erst kommt das große Leuchten über alles bisherige denkerische Werk. Zitat Ende. Von der Überwindung der Metaphysik ist im Denken der Wahrheit des Seins nur deshalb die Rede, weil damit betont werden soll, dass jedes Übernehmen und Forterleben von Lehrstücken und jedes Erneuern von Standpunkten und jede Vermischung und Ausgleichung vieler solcher Standpunkte für das anders anfängliche Denken der Wahrheit, der Lichtung des Seins ausgeschlossen werden muss. Und schließlich, Zitat, deshalb ist die Auseinandersetzung auch keine Gegnerschaft, weder im Sinne der groben Ablehnung noch in der Weise einer Aufhebung des ersten Anfangs im anderen Anfang. Der andere Anfang verhilft aus neuer Ursprünglichkeit dem ersten Anfang, also der Geschichte der Metaphysik, zur Wahrheit seiner Geschichte und damit zu seiner unveräußerlichen eigensten Andersartigkeit, die allein fruchtbar wird in der geschichtlichen Zwiesprache der Denker. Daher kann nun Heidegger im 93. Abschnitt der Beiträge mit der Überschrift Die großen Philosophien von den großen Metaphysiken der abendländischen Überlieferung Folgendes sagen. Zitat, sie sind ragende Berge, unbestiegen und unbesteigbar. Das heißt, die großen Metaphysiken von Platon bis Hegel sind als solche ragende Berge, als solche ragenden Berge unbesiegt und unbesiegbar. Zitat, aber sie gewähren dem Land, nämlich dem Abendland, sein Höchstes und weisen in sein Urgestein, in das Urgestein des Abendlandes. Sie stehen als Richtpunkt und bilden je ein den Blickkreis,
Sie ertragen Sicht der Auslegung und Verhüllung durch Missdeutungen oder durch das Vergessenwerden. Heidegger fragt nun, wann sind solche Berge, also die großen Metaphysiken von Platon bis Hegel, wann sind solche Berge das, was sie sind? Er antwortet, dann gewiss nicht, wenn wir vermeintlich sie bestiegen und beklettert haben, in der Meinung, wir haben sie vollständig in den Griff genommen und bewältigt. Nur dann, sagt Heidegger, wenn sie uns und dem Lande, dem Abendland, wahrhaft stehen. Aber wie wenige vermögen dieses, sagt Heidegger weiter, in der Ruhe des Gebirges das lebendigste Ragen der großen Metaphysiken erstehen zu lassen. Die echte denkerische Auseinandersetzung muss dies allein anstreben. Und nun fragen wir uns, frage ich mich mit Ihnen, macht nicht jeder von uns diese Erfahrung, dass wir im schrittweisen Auslegen etwa des platonischen Sophistes oder eines der Bücher der aristotelischen Metaphysik oder der thomanischen Questiones Disputatae de Veritate oder der kantischen Kritik der reinen Vernunft oder der hegelschen Wissenschaft der Logik ins Staunen geraten. Wir ins Staunen geraten vor der gedanklichen Größe dieser Werke, die vor uns wie ragende Berge erstehen. Heidegger setzt fort, die Auseinandersetzung mit den großen Philosophien als metaphysischen Grundstellungen innerhalb der Geschichte der Leitfrage muss so angelegt werden, dass jede Philosophie als wesentliche, also jede Metaphysik als wesentliche, als Berg zwischen Berge zu stehen kommt und so ihr Wesentlichstes zum Stand bringt. Und das hat Heidegger gezeigt in seinen zahlreichen geschichtlichen Vorlesungen über die Vorsokratiker, über Platon, über Aristoteles, Thomas von Aquin und so fort. Nun zweitens und letztens zum zweiten Weg der Seinsfrage, die Frage nach der Wahrheit des Seins als dem anderen Anfang in der Geschichte des Seins, die andere Metaphysik. Im 91. Abschnitt vom ersten zum anderen Anfang heißt es bei Heidegger, der andere Anfang erfährt die Wahrheit des Seins und fragt nach dem Sein der Wahrheit, um so erst die Wesung des Seins zu gründen und das Seiende als das Wahre entspringen zu lassen. Die Wesung des Seins nennt das Wesungsgeschehen, ein altes deutsches Wort, Wesung, nicht von Heidegger erfunden, nennt das Wesungsgeschehen der Wahrheit des Seins als Ereignis, das heißt, als der ereignende Zuwurf der Wahrheit des Seins für den darin ereigneten daseinsmäßigen Entwurf der zugeworfenen Wahrheit des Seins. Die denkerische Erfahrung der Wahrheit des Seins setzt in den Beiträgen zur Philosophie ein als Erfahrung der Seinsverlassenheit des Seienden und der Seinsvergessenheit des Menschen, insbesondere nämlich in der neuesten Neuzeit der Moderne. In der Erfahrung der Verlassenheit des Seienden, von der Bergung der Wahrheit des Seins in seiner eigenen Unverborgenheit, klingt die Wahrheit des Seins als Verweigerte an. Zur Seinsverlassenheit des Seienden gehört auch, wie Heidegger betont, die Gottesverlassenheit. Das Denken der Wahrheit des Seins setzt ein mit dem Anklang der Wahrheit des Seins in den Beiträgen zur Philosophie, in der erfahrenen Seins- und Gottesverlassenheit. Dieses Denken setzt sich in den Beiträgen fort, in dem Abschnitt Zuspiel des ersten und des anderen Anfangs. Was besagt das Zuspiel?
dass der andere Anfang der Wahrheit des Seins aus der ursprünglichen Setzung des ersten Anfangs der Seientheit sich zeigt. Die dritte Station des Denkens der Wahrheit des Seins ist der Sprung in den Beitrieben. Sofern nunmehr das Denken in die sich zeigende Wahrheit oder Lichtung des Seins springt und deren Wesungsgeschehen erstmals als Ereignis entfaltet. Die vierte Station heißt Gründung, weil nunmehr der ereignende Zuwurf die Wahrheit des Seins als gründenden Grund für den korrespondierenden ergründenden Entwurf zuwirft. Die fünfte Station, die zukünftige, bedenkt das Dasein des Menschen im anderen Anfang, auf das Dasein, auf das die Wahrheit des Seins als Ereignis zukommt, daher die zukünftige. In der sechsten Station, die den Titel der letzte Gott trägt, erfüllt sich die Wesung der Wahrheit des Seins insofern, als in der ereigneten Wahrheit des Seins nunmehr das Göttliche und der Gott erscheint. Während Heidegger auf seinem ersten Ausarbeitungsweg der Seinsfrage für dieses Denken am überkommenen Begriff der Metaphysik festhält, wie wir gesehen haben, und von der Metaphysik des Daseins und der Metaphysik der Existenz spricht, indem er das Wesen der Metaphysik in der Transzendenz des Daseins verwurzelt sieht, gibt er auf seinem zweiten, dem seinsgeschichtlichen oder ereignisgeschichtlichen Weg der Seinsfrage für das Denken des Wesungsgeschehens der Wahrheit des Seins als Ereignis den Namen der Metaphysik auf. Aus der Blickstellung des andersanfänglichen Denkens des Seins als ereignishaft geschehende Wahrheit des Seins ist die Metaphysik für Heidegger der Name für die erstanfängliche Frage nach der Seientheit des Seienden, weil das metaphysische Denken das Seiende transzendiert, übersteigt, auf den Horizont der Seientheit hin. Im seinsgeschichtlichen Denken, im Denken der ereignishaft geschehenden Wahrheit des Seins, gibt Heidegger, wie wir gesehen haben, die Transzendenz, das Transzendieren und den Horizont auf und verlässt damit die transzendental-horizontale Wesensstruktur der Metaphysik, die für ihn mit dieser Struktur identisch ist. Das Verlassen des transzendental-horizontalen Ansatzes der Seinsfrage, des ersten Ausarbeitungsweges, ist im Unterschied zu der von uns gestreiften fundamental-ontologischen Kehre nunmehr die seinsgeschichtliche Kehre. Die seinsgeschichtliche Kehre des heideggerschen Denkens, die Kehre von Sein und Zeit zu den Beiträgen zur Philosophie vom Ereignis. Jedoch, und jetzt kommt das Entscheidende, jedoch gibt es mindestens eine sprachlich-begriffliche Abweichung von dieser Festlegung. Oh, vielen Dank. Ja. In seiner ersten Hölderlin-Vorlesung vom Wintersemester 34-35, Hölderlins Hymnen Germanien und der Rhein, stoßen wir auf folgende Textstelle. Zitat: Wenn wir uns daher heute die Aufgabe stellen, einen Wandel der Wissenschaft im Ganzen zu erwirken, dann gilt es, eines zu wissen: Wissenschaft als Ganze kann nie durch Wissenschaft und noch weniger durch Maßnahmen, die nur eine Änderung ihres Lehrbetriebes betreffen, gewandelt werden, sondern nur durch eine andere Metaphysik.
Das heißt, sagt Heidegger, eine neue Grunderfahrung des Seins. Diese schließt in sich, sagt Heidegger, erstens den Wandel des Wesens der Wahrheit, der Wandel des Wesens der Wahrheit von der Gewissheit zur Aletheia, zur Unverborgenheit des Seins und des Seienden, und zweitens den Wandel des Wesens der Arbeit, die Befreiung der Arbeit aus ihrem machenschaftlichen Wesen, nur angedeutet. Diese Grunderfahrung wird ursprünglicher sein müssen als die Grunderfahrung der Griechen, die sich im Wort und Begriff der Physis ausspricht. So wie Heidegger in seiner frühesten Zeit, wie wir gehört haben, von der von ihm inaugurierten neuen Metaphysik gesprochen hatte, so spricht er jetzt, 1934, 35, in seiner Hölderlin-Vorlesung, so spricht er jetzt von der anderen Metaphysik. Beides ist identisch. Die andere Metaphysik ist die andere gegenüber der bisherigen Metaphysik. Die andere Metaphysik beruht auf einer neuen Grunderfahrung des Seins, eben die Erfahrung des Seins als Wahrheit des Seins oder Unverborgenheit des Seins. Dagegen beruht die der anderen Metaphysik voraufgehende Metaphysik auf der Erfahrung des Seins des Seienden als dessen Seiendheit. In unserer soeben angezogenen Textstelle aus der Hölderlin-Vorlesung verwendet also Heidegger den Namen Metaphysik gleichbedeutend mit einer Grunderfahrung, neuen Grunderfahrung des Seins, sodass nicht nur die bisherige Metaphysik, sondern auch die neue Grunderfahrung des Seins, seine eigene Grunderfahrung des Seins, als eine Metaphysik gefasst wird. Und zwar als eine andere Metaphysik gegenüber der bisherigen Metaphysik, aber als Metaphysik. In diesem erweiterten Gebrauch des Namens Metaphysik ist dann die Metaphysika, die Metaphysik nicht gebunden an die transzendental-horizontale Struktur. Das Meta zielt jetzt nicht auf ein transzendierendes Über hinaus, das Dasein, über das Seiende, sondern zielt auf den Unterschied, auf die Differenz zwischen dem Seienden, den Physika, und dem, was über diesen Physika hinaus, das von den Physika sich unterscheidende Sein des Seienden ist. In der bisherigen Metaphysik zeigt dann das Meta in den Unterschied von Seiendheit und Seiendem. Das ist die metaphysisch gefasste ontologische Differenz. In der anderen Metaphysik Heideggers ist das Meta der Hinweis in den Unterschied von Wahrheit des Seins oder Lichtung des Seins und dem Seienden. Wenn wir nun das Meta der Metaphysik in dieser Weise denken, dann umgreift der Name Metaphysik sowohl die bisherige Metaphysik vom Unterschied des Seienden und seiner Seiendheit, wie auch die andere, die neue Metaphysik vom Unterschied der Wahrheit des Seins als Ereignis und des Seienden, dessen Offenbarkeit die Bergungsweise der ereignishaften Wahrheit des Seins ist. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Grazie al professor von Hermann per la sua splendida lecture e direi di fare un applauso anche a voi. Io non ho mai visto un pubblico così attento, veramente, così profondamente assorto. Un applauso anche a voi.